Meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei der nächsten Folge Let's Play Sommerland. Wie geht's euch heute? Schreibt es doch mal in die Kommentare bevor. Also Video am Pausieren, reinschreiben, wie es euch geht und dann geht's hier weiter. Ja, wir möchten das natürlich gerne wissen. Wir hoffen, dass ihr einen schönen Tag hattet. Meisten aus NRW haben ja gerade Sommerferien. Ich weiß gar nicht, ob das in anderen Bundesländern auch so ist. Der Taro hat auch Sommerferien, glaube ich. Ne? Ja, ich habe auch Sommerferien, endlich, ja. Und das heißt, er kann hier sehr, sehr viel aufnehmen. Fährst du eigentlich im Urlaub in den Sommerferien? Nee, ich bleib zu Hause. Echt krass. Zu Hause ist der beste Urlaub, meiner Meinung nach. Ja. Also ich finde, woanders kann ich nicht so entspannen wie zu Hause. Ja, ich bin ja nur bald für eine Woche weg, aber dann geht's auch weiter. Dann steht ja schon die Gamescom vor der Tür. In 37 Tagen, also gerade wo wir aufnehmen, ist die Gamescom. Also ist schon krass, wie schnell dieses Jahr wieder rumging. Aber jetzt zurück zu unserem Projekt. Wir haben festgestellt, dass es nicht symmetrisch ist. Auf der linken Seite, das werde ich jetzt begradigen. Ich muss alles nochmal abreißen praktisch und es neu bauen. Ist aber kein Problem. In der Zeit baut der Taro schon mal den Turm, der am Schluss der Kapelle steht. Ja, und, wenn ich das hinbekomme. Genau, und da haben wir gerade nochmal ein bisschen geguckt, wie wir das machen können. Die zwei Türme da vorne, die werden wir natürlich auch nochmal umbauen. Und ich bedanke mich natürlich für eure zahlreichen Vorschläge in den Kommentaren und so weiter. Da können wir leider noch nicht drauf eingehen, da wir eine kleine Session hier machen. Wir müssen ein bisschen vorproduzieren. Wie gesagt, bin ja auch bald weg für eine Woche und die Gamescom ist noch. Also da müssen wir ein bisschen reinhauen und weil wir können ja während der Gamescom nicht aufnehmen, wenn du dann Was? Nee, da kannst du nicht aufnehmen, Alter. ja, was du machst, ist gar nicht mehr so schlecht. Wobei ich das eigentlich ein bisschen höher bauen würde. Aus Stein und dann drauf. Ich hab was anderes vor. Ja, mach einfach mal. Ich setz das mal hier um. Ja, das ist auf jeden Fall richtig geil jetzt hier, dass man alles, was man gebaut hat, jetzt eine umsetzen darf. Aber das ist leider Minecraft. Man kann jetzt leider nicht alles nehmen und einfach mal versetzen. Guck mal, sieht das nicht toll aus. Warte. Aber das Problem ist halt... Ja, das ist ja mega nice, Alter. Ist ja nicht synchron. Aber du machst hier das Rad kaputt, dann kommt ja unten der Teppich hin, dann ist sie wieder synchron. Wobei, aber ich würde das so machen, guck mal, dass der hier... Sowieso falsch. Ich würde das so machen, dass das hier so geht. Wie alles kaputt macht. So, ja, dann geht es hier wieder hoch. Wobei, ich würde sogar zwei Stufen machen, weil das Kreuz ist ja was Besonderes in so einer Kirche, weißt du? Dass man ja, aber was du da gerade machst, macht gerade keinen Sinn, weil du baust ja hier gerade mal alles ab. Nee, ich wollte es dir nur demonstrieren, wie ich das meine. So, ja, okay. Und dann hier hinter kommt dann auf der Höhe das Kreuz. Das soll ein bisschen höher sein und drumherum Kerzen und so ein Scheiß, weißt du, wie ich das meine? Ja, ne? Ja, kannst du ja machen. Kann ich eigentlich schon mal machen, weil, beziehungsweise wäre dann hier die Mitte, weil der Teppich geht dann ja noch eins nach hier. Ja, das haben wir, das ist bei Minecraft manchmal ein Problem, man muss da wirklich drauf achten, dass man das auch alles... Aber dann ist der Eingang nicht mehr, also irgendwie... Ne, da passt der Eingang nicht mehr, ne? Boah, warte. Irgendwo nee, ist hier das Problem. Mehr. Ich glaube, wie ist denn das Problem? Weil guck mal, so... Der Teppich muss... Eins nach rechts. Dann wäre der Teppich 5 Balken. Alter. Tut uns leid, also wir sind hier nicht die, die großen Architekten, aber ich guck gerade, wo der Fehler ist, weil irgendwie... So, komm, pass mal, ich setze den Teppich mal eben um, dann kannst du ungefähr sehen. Ja, nee, das, aber dann ist der Teppich ja bei dir viel breiter. Also die Mitte vom Tor ist dieses Holzstück hier. Genau. Das wissen wir ja. Das sind ja 6 Balken. 7 mit dem... 1, genau, und da, wo 2, das Holzding ist, muss auch die Mitte vom Teppich sein. Also muss der Teppich eigentlich noch bis hierhin gehen. Aber dann müsste der Teppich so bleiben. Also habe ich jetzt alles umsonst abgerissen? Nein, du musst die linke Seite abreißen und die rechte Seite. Ah, also dass wir beides einen Block weitermachen, oder wie? Nee. Moment, warte mal. Warte mal, wenn wir jetzt hier stehen... Boah, das ist echt gar nicht so einfach gerade. Warte mal. Also der Teppich muss auf jeden Fall mittig sein. Das heißt, warte hier mal. Wo ich jetzt gerade das Ding hinmache, hier muss noch Teppich hin. Genau, da wo du gerade wegmachst, da muss noch Teppich hin. Wir probieren das mal ganz kurz. Dann wäre er jetzt parallel. Aber das Ding ist ja, dass links... Boah, Quatsch, nee, da müsst... Genau. So, da muss jetzt? Das hier eins abgerissen werden. Und dann wäre es wieder parallel, also musst du linke Seite gar nicht abreißen, sondern die rechte. Bist du sicher? Aber dann, hey, dann versetzen wir es doch nur um eins. Ja, aber dann ist es ja parallel. Wenn wir jetzt hier sind, ist hier die Mitte. Und dann ist auch hier das Problem nicht mehr, dass man hier nicht mehr durchkommt. Also dann ist das ja auch... Ich mach das erstmal hier weg, weil das stört mich gerade die ganze Zeit. Dann kann ich das... Was? Auf jeden Fall, genau, der Teppich ist gerade richtig. Es hat nur auf der Seite hier nochmal das geändert werden. Okay. Alter. Ich mach das. So viel zum Thema kreativ. Okay, ich mach mich einfach mal hier vorne dran und das Ding hier. So, Wie gesagt, also so eine Burg zu bauen ist nicht so was anderes wie mal eben so ein, keine Ahnung, die Burg ist, glaube ich, ich will jetzt nicht übertreiben, aber ich glaube mit einer der, ich glaube,
eine der aufwendigsten Sachen, die es in Sommerland gibt. Weil da muss man so viel tun und wir haben auch viel vor eigentlich. So, pass auf. So. Das Ding nämlich parallel, sollen wir das mal eben. Huch, jetzt habe ich hier einen Block weggenommen. Wutz, wutz, wutz. Pass auf, das mit dem Dach machen wir gleich nochmal. Das reißen wir jetzt alles mal Ja, ab. das. Nur erstmal die Säulen und so weiter bauen, damit wir ungefähr Ja. sehen, wie das sein muss. So. Okay. Also, So. wenn ich jetzt mal. Warte mal, machen wir das auf der Seite auch. Dann können wir nämlich direkt die Blöcke abzählen. Das hat man manchmal davon bei Minecraft, da hat man alles zum Abreißen und neu bauen. Das ist. Aber egal. Naja, das ist gerade nicht so tragisch. Haben wir nicht so viel. So, wenn ich jetzt von hier gucke. Wie viele Blöcke sind denn das hier? Eins, zwei, drei, vier. Da müssten auf der anderen Seite fünf sein, wie ich das gerade richtig sehe. Also müssen auch hier fünf hin. Richtig. Eins, zwei, drei, vier. So, mal gucken. Jetzt ist es richtig, oder? Jetzt ist es auf jeden Fall symmetrisch, ja. Ja! Perfekto. Okay, das Kreuz So, steht ich auch hab schon auch wie schon eine geil aus mit dem Idee. Kreuz, Alter. Ja. Aus Gold. Habe ich übrigens im Keller genauso liegen. Natürlich, klar. So, jetzt Stell mal dir mal nehme ich ein vor, Alter. bisschen Du hier. hast so ein Kreuz im Keller liegen aus pures Gold, ey. Ist purem Gold. Purem Gold. Ja, wir sind ja nicht So. beim Sachen. Und das sieht gerade, komm mal kurz her, das sieht gerade mega geil aus mit der Sonne im Hintergrund, Alter. Wir müssen auf jeden Fall darüber ein Fenster bauen, weil da ist nämlich der Das Sonnenaufgang. sieht jetzt voll religiös aus. Ja, eben. Und dahinter muss ein Fenster sein, dass genau die Sonne dann Ja, immer da. ich bin gerade dran, ich bin gerade dran. Mega, Alter, das Alter. hat echt einen guten. Also perfekt hätten wir das Kreuz gar nicht bauen können. Nee. Dann so jeden Morgen scheint dann so die Sonne so durchs Kreuz und wirft dann so einen Schatten hier auf den Teppich. Wenn wir den Shader-Mod hätten. Wenn. Wenn. Aber vielleicht wird das ja noch. Das muss So, ich mir bist du das hier eigentlich nochmal. religiös? Also ich glaube, das Ding ist, ich glaube, wenn damals niemand gesagt, ich glaube, diese ganze Gottgeschichte und so weiter ist eigentlich nur dazu da, um den Menschen Halt zu geben. Also ich kann mir nicht, also ich möchte jetzt niemanden ja auf die Füße treten, aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, weil wenn man die Bibel so ein bisschen Auszüge oder sowas, da sind manche Sachen, also sorry, aber. Ich bin nicht also ich bin jetzt nicht so krass religiös. Ich bin schon ein bisschen abergläubisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich bin jetzt nicht, ich würde nicht sagen, dass ich religiös bin. Ich glaube an Gott, ja. Aber ich gehe jetzt nicht in eine Kirche oder so. Ich finde es auch teilweise, was die so eine Kirche machen, ziemlich, na, wie sagt man, dumm. Wenn sie dann da stehen und dann vorlesen, Jesus hat gesagt. Weißt du, was ich meine? Also, Naja. und ich war mal, kann ich mal erzählen, ich war mal, während. Ich war mal am Gottesdienst vor ein paar Jahren und ich bin ja evangelisch, ja? Nee, Sascha, ich würde das mit bunten Gläsern Das machen. Glas. Das Ja, ist mit buntes bunten. Glas. Also blau nur. Ich habe auch gelb Ja, ich würde und auch das rot und hier. so weiter. Genau, ein bisschen kreativ. Habe ich doch alles. Chill mal dein Und Leben, das Ding ist, Alter. dann haben sich alle hingekniet und so, ich nicht, weil ich, warum, ne? Und dann stehen die alle auf und nehmen mir eine Frau, die reicht mir dann die Hand. Und sagt so, Gott ist mit ihnen. Und ich war ja noch nie, also ich habe das noch nie so Und du so, mitgemacht. nee, Und obwohl. ich wusste nicht, warum die mir die Hand gibt, was da jetzt los ist, weißt du? Und keine Ahnung, ich musste mir auch, also sorry, wenn ich das jetzt, das klingt jetzt vielleicht echt mies, aber ich musste mir auch das Lachen echt zusammenreißen, wenn wurde dann angefangen da zu singen, so, weißt du, was ich meine? Also, Also irgendwie. ich hatte ja früher in der Schule immer Religion oder Ja, so. das In hat ja, der glaube ich, Grundschule jeder. fand ich es auch teilweise immer so ein bisschen Lachunterricht, so, weil ich habe da nicht so dran geglaubt. Aber jetzt so später, ich bin nicht wirklich religiös, bin zwar katholisch und so, war auch früher immer in der Kirche, aber heutzutage gehe ich eigentlich gar nicht mehr dahin. Also Nee, ich glaube. normalerweise geht man mal zu Ostern dahin oder wenn jetzt Weihnachten ist, Heiligabend und sowas. Habe Sascha, ich ich auch früher möchte alles gemacht, aber dich ja heutzutage. nicht, ne, aber guck mal. Was? Guck mal, das ist. Ist parallel, ja. Nee, aber es ist auf der einen Seite zu klein. Achso, You ja, know? ich kann das ein bisschen größer machen, das ist kein Problem. Das Ding ist, Oder Quatsch, das müssen wir ja nicht hier komplett sollte ja weiter auch oben sowieso ein strecken, Turm klar. hinkommen. Nee, brauchst du gar nicht, da soll ja der Turm hinkommen, schon gut. Hier, der Turm soll ja höher, der Turm soll ungefähr auf diese, warte mal. Ungefähr auf diese Höhe sein. So. Oh Gott, okay. Und die Spitze genau zwischen den beiden Türmen hier. Wenn du hier so stehst, dann siehst du, was ich meine. Alter, kannst du mal aus mir rausgehen? Genau. Das kommentiere ich jetzt nicht weiter. Du meinst so ungefähr bis
Noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Also nicht höher als die Türme an den Seiten. Genau, ja, so. Ja, dann ist so schon... Und oben das Dach drauf. Ja, perfekto. So, und hier? Ich zieh das mal ganz kurz, damit die Leute ungefähr sich langsam mal vorstellen können, wie was wir vorhaben. Denn? So, bis hierhin geht dann das normale Dach der Kirche, der Kapelle. Ja. So, und hier ist dann der Turm. Das hier muss wieder weg, weil der Turm, das Dach knüpft ja an dem... Ja. So. Meinst du quasi, dass der Turm dann so, ne? Genau. So in der Art. Ja. Und also hier kommt der, so genau. Bau. Ja, solange wie der Teppich geht, ne? Dann ist ein Creeper. Ja, lass ihn doch. Dirp. Boah. Dirp. Mann, ey. Ich frage mich vor allem, wer den Kölner Dom damals gebaut hat. Das ist ja auch so ein... Wer mal den Köln... nee, gar nicht. Die Römer vielleicht, oder? Weil in Köln... Ich glaube, in Köln haben ja vorher die Römer oder die Franzosen, ich weiß es gar nicht, gelebt. Dennis. Das Ding ist aber, wer beim Kölner Dom mal war oder da mal hingeht, der ist so viel, wie sagt man, Detailverliebtheit an der Außenfassade alleine. Naja, weißt du? Stimmt. Das ist echt heftig eigentlich. Naja, ist ja genauso ein Mythos. Das ist korrekt. Wie, man weiß ja auch nicht, wer die Pyramiden gebaut hat und so ein Quatsch. Schon krass, was alles auf der Welt gibt, ne? So, jetzt mal hier. Wahnsinn, zählen. Ne? Eins. So, ich bin mit dem Glas noch nicht zufrieden. Drei, ich glaube, ich mache es ein bisschen größer. Sechs. Sieben. Oder ich wollte ins Glas eigentlich irgendwie so einen Kopf von irgendjemandem reinmachen, aber dafür ist, glaube ich, zu wenig Fläche. Trotzdem mal. Ich gucke mal. Batz, 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 batz. Da sollte ja anfangs eigentlich ein Schloss werden, aber wir machen da doch eine Kapelle raus, weil finde ich irgendwie cooler. Ich muss mal ganz kurz hier von oben gucken, ob das symmetrisch ist. So, wenn man so hier drüber ist, genau über den Eingang sieht man, dass es jetzt mit dem Teppich auf jeden Fall symmetrisch ist. Aber auf einer Seite, auf der rechten Seite, müssen wir noch einen weiteren Block platzieren. Also hier muss es weitergehen. So, dann ist es symmetrisch. Also muss das hier alles weg. Und hier sollen dann hinterher so seitliche Gänge kommen, die von außen überdacht sind. Aber man kann auch von innen da rausgehen. Aber ach, ihr werdet sehen, was ich meine. Kennt Assassin's Creed 1 eigentlich gespielt? Ja, natürlich. Da gibt es auch so eine krasse Festung, beziehungsweise so eine krasse Kapelle, die du, ja eigentlich schon fast eine Kathedrale, die du da erklimmen musst, sieht auch heftig aus. Ich weiß aber nicht, ja, ist ja bei fast jedem Teil so, ne? Ja. Irgendwie eine große Kirche gibt. So, ich überlege aber gerade, was ich da jetzt so für ein Logo, sag ich mal, in das Fenster reinhauen soll. Vielleicht nochmal das Kreuz, finde ich eigentlich ganz cool. Habe ich ja gerade schon gemacht, aber das, ja okay, ja doch. Oder warte mal, was könnte man da reinmachen? Gut. Vielleicht schwierig, das Kreuz, ne? Noch ein bisschen größer so. Ja. Aber jetzt ist es eher ein Pluszeichen, ne? Netto Markendiscount. Es ist ein Pluszeichen, das ist natürlich perfekt. Du müsstest quasi eins hier sein. Ich glaube, dann ist es zu groß, ne? Glaube ich etwas. Ich kann nicht mehr bauen. Why? Macht Gottes. So. Obwohl doch, das könnte man so nehmen. Sag mal, gibt es. Guck mal hier, die Treppe ist ja aus diesem Stein. Gibt es die auch in einem halben Block? Ach hier, hab, alles super. Schon gut. Uff, klar. So. Ich hab jetzt so ein Kreuz drin. Ah, kann man so. Also man erkennt auf jeden Fall, dass es eine Kirche ist und dass es hier ein Kreuz ist. Ja, wenn das Dach und so Kreuz drauf ist und die Fackeln und innen drin alles, sieht das, glaube ich, mega geil aus. Warte mal, das Kreuz ist mir aber ein bisschen zu groß. Ja, schreibt ihr doch mal in die Kommentare, ob ihr gläubig seid. Also jetzt bitte da jetzt nicht einfach mit irgendwelche Beleidigungen oder sowas, weil manche betreiben, weißt du. Einfach mal schreiben, ob ihr in eine Kirche ab und zu geht oder vielleicht auch in die Moschee. Es gibt ja auch Ausländer hier, die gerne zugucken. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Warst du schon mal in deinem Leben in einer Moschee, auch mit der Schule oder so? Ja, mit der Schule. Schon krass eigentlich, ne, was das für ein Unterschied zu einer Kirche irgendwie ist. Weil ja, stimmt schon. Da sind die ja sehr, sehr hygienisch. Also da muss man die Schuhe ja und ausziehen, das kann man sich gar nicht vorstellen, dass die Leute das bei uns machen würden. Hab ich nichts gemacht. Weiß ich nicht. Das ist so. Okay. So, guck mal, das ist der Innenraum ungefähr, siehst du? Das mache ich jetzt auch auf der anderen Seite und dann wird hier zugemacht an der Seite. Und von außen kann man dann immer in so Gänge reingehen, wenn es zum Beispiel jetzt, blöd gesagt, regnet oder so. Dann hätten die Leute... ja, da muss man halt rumprobieren, ne? Das, so eine Kapelle zu bauen ist gar nicht so einfach, merke ich gerade. Aber wir sind eigentlich ganz gut dabei hier. Guter Dinge.
Und ich finde, manchmal hat man bei Minecraft so Phasen, da weißt du einfach nicht, was du bauen sollst. Ja? Ja, aber wenn du dann eine coole Idee hast, dann macht es auch Bock eigentlich. Gerade bei diesen Großprojekten, sage ich mal, die wir haben, da ist man schon, also ich war drüben zum Beispiel, war ich jetzt 3 Folgen bei der Brücke dran, um die zu bearbeiten. Ja, weil das manchmal... Und wirklich viel hat sich da auch nicht getan, also man hat da manchmal schon ein bisschen so ein kreatives Loch. Aber am Ende kommt immer was Gutes bei raus. Manchmal immer. Daher passt das. Immer. So, aber ich frage mich, wie ich den Turm bauen soll. Ja, überleg mal, wie der Kölner Dom aussieht. Wir müssen ja ein bisschen Heimat hier reinbringen, ne? Junge, mal. Ich will nicht, dass jetzt der Kapellenturm so aussieht wie die Wachtürme hier an der Seite. Dann sieht ja alles gleich aus. Ja. Soll ja schon ein bisschen... Eigentlich wäre geil, wenn man noch eine Uhr von draußen dran machen könnte, irgendwie so, weißt du, aber... Willst du so eine Uhr machen? Überleg gerade. So, warte mal, wie viele Blöcke sind... Das sind 1, 2 von der Treppe her. Es fühlt aber langsam, liebe Leute. Ich habe eine kleine Idee. Eine kleine Idee hatte Taros nur. Eine kleine Idee habe ich nur. Eine Baby-Idee. Eine Baby-Idee, eine Mafuyu-Idee habe ich. Hahaha. So. So, guck mal. Sieht doch schon sehr nice aus. Gefällt mir. Wenn du hier so reinschlawinert kommst. Ja, auf jeden Fall hier noch voll die Mega-Baustelle. Aber ja, das wird. Ja, ja. Denn wer nichts wird, ja. wird. So, hier müssen wir jetzt wieder eigentlich so runter. Ja, so dole. Ja, was bei Kirchen, was mich da extrem nervt, ist die Kirchensteuer, ne? Als ob damals Gott gesagt hätte, wobei, okay, die Kirchensteuer, man muss sagen, ist eigentlich, fällt mir gerade auf, gar nicht so schlecht, weil es gibt ja sehr viele Kindergärten zum Beispiel, die ja über irgendwelche Kirchenträger finanziert werden. Ja, aber es gibt aber auch Sachen, wo halt Kinder oder so überhaupt nichts mit zu tun haben und die Kirche das lieber selber einsagt. Zum Beispiel? Kann man ja auch so mal sagen. Ich habe jetzt kein konkretes Beispiel, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man... dass man da komplett auf Kinder und Spenden und so geht. Mhm. Auch was in den Staat fließt halt. Ja, ja, was klar. Natürlich auch dann Steuern, zu gemeinnützigen Projekten halt fördern kann. So, mit dem Turm bin ich aber immer nicht zufrieden irgendwie. Hast du schon mal was gespendet, außer beim Humble Bundle Sale Ding? Wie traurig eigentlich. Oder was meinst du? Ja, generell so. Einfach, wenn zum Beispiel, wenn irgendwie, ja, wenn... Zum Beispiel irgendwo Überschwemmung war oder sowas. Damals, also Großprojekten ist es noch nicht, nee. Nee, damals hat ja Apple eine coole Aktion gestartet. Haben die bei jedem, konntest du über iTunes Store, ich weiß nicht, was es war, ich glaube dieser 1, 2, 3, 4, 5, das war glaube ich, wo dieser Megasturm in New York war. Nee, das war glaube ich was anderes sogar. Irgendwas war auf jeden Fall passiert, was richtig heftig ist, eine Naturkatastrophe, ich glaube in den Staaten war das. Und da konntest du bei iTunes 5 Euro oder 10 oder 50 Euro spenden. Fand ich eine ganz coole... Man soll ja nicht drüber reden, wenn man was gespendet hat, muss man ganz ehrlich sagen. Aber ich finde, so 5 Euro tun einem nicht weh, wenn man... Nee, das stimmt. Weißt du, wenn man da weiß, ah, guck mal, zum Beispiel die Leute... Das ist so krass, das wird mir immer bewusst, was für... Weißt du, in Deutschland machst du den Wasserhahn auf oder ich habe letztens Fernsehen geguckt und da hast du halt gesehen, wie die bei Galileo so irgendwas mit Wasser experimentiert haben und da ist literweise Wasser gelaufen. Und wir sind einfach so, wir könnten verschwenden das so krass und wenn du bedenkst, dass sie in Afrika dafür so zu so einer Wasserquelle und so laufen müssen, weißt du, und wir machen damit einfach ja, Scheiße im Fernsehen, vorstellen. Weißt du? Ja. So heftig, was die dafür eigentlich geben würden. Und das sieht ja mega nice aus, Sascha. Wobei, das würde ich gar nicht so machen. Ich würde das machen, dass es ganz dunkel in dem Ding ist und nur an ein paar Ecken so Fackeln sind. Wie im Kölner Dom praktisch, dass man wirklich nur ein paar Ecken ausgeleuchtet sind, weißt du? Es soll halt so ein bisschen... Oh, ich hab grad eine gute Idee. Ja, ja, hau raus. Ich habe gerade eine gute Idee. Ja, der Turm, der schwebt da oben jetzt rum. Sieht ja, aus, ich so ein SS-Bunker, Alter. Ich weiß noch nicht so... Dennis. Ich weiß noch nicht so wirklich, was ich damit machen soll. Ja, jetzt oben ein Turm drauf. Ja, eine Spitze drauf? Nee, in sowas kann ich, bin ich nicht gut, sag ich dir ganz ehrlich. Warte mal, Sascha, wie wär's denn, wenn wir hier schwarze Wolle noch an den Seiten machen? Sieht ein bisschen edler aus. Warte, wo... Nein. Warte, lass mich doch zeigen, Mann.
baust extra hier hin und er macht sie da kaputt. So, guck. Oder sieht das doof aus? Wenn wir das jetzt auf der anderen Seite nochmal. Sieht doof aus, ne? Sieht doof aus. Mann, nee, so, ich habe schon eine Idee. Und hier will ich das auch nur machen, dass hier, das ist hier, warte mal. So, das soll halt nicht zu hell sein, weißt du? Ey! Squat? Übertreibst du es aber. Swally? So. Genau. Ne, ich würde es echt mit Fackeln nur machen. Weil das nein, nicht dann mit Fackeln. Mit Fackeln sieht das so... Ja, weiß ich nicht. Fackelhaft aus. Das soll ein bisschen wie so ein Mythos. Und das Geile ist, auch so ein Mythos. Es ist ja noch viel zu helle drin, weil wir noch kein Dach drauf haben, aber das sieht man ja dann hinterher. So, hier ist es auf jeden Fall symmetrisch. Jetzt ist natürlich die Frage... Die Frage aller Fragen. Wie wird die Außenfassade aussehen? Und da machen wir das dann auch mit Fenstern. Geil. Mach das erstmal hier wieder weg. Warte mal, zwei Blöcke, so. Boah, ist gar nicht so einfach, so eine Kapelle zu bauen. Die muss schon geil sieht aussehen. Sieht auch nicht aus wie eine Kapelle, vor allem wegen dem Dach hier oben. Das sieht eher aus echt wie so das, was du gerade gesagt hast. Wie so ein SS-Bunker. Ist ich nicht traut, das zu sagen, Alter. So. Ja, wir leben im 21. Jahrhundert, also wenn man jetzt hier bei Nazi-Witzen noch aufschreckt, tut mir leid. Was? Ja. Hast du gerade Witze gesagt? Ich finde es sowieso irgendwie heutzutage so noch, keine Ahnung, das hat man ja beim Deutschland gegen USA-Spiel gesehen, dass die Amerikaner immer noch mit Nazi und so unterwegs sind, weißt du? Ja. Alter, sorry, aber langsam... Werden wir aber niemals los, diesen Ruf. Niemals. Ja, ich meine, okay, man soll da nicht drüber hinwegsehen, was da passiert ist, ganz klar. Ja, nee, aber wir sind eine Generation, wo wir echt damit null zu tun haben. Eben. Null. Von daher. Da muss ich ja ausnahmsweise mal Schema machen. Ausnahmsweise? Ja. So, aber es wird langsam hier. Mit dem Turm bin ich aber überhaupt, also noch gar nicht zufrieden. Also ja, da muss man noch, ne? Ja. Also das Innenleben ist schon auf jeden Fall sehr nice von dem Ding. Sieht schon cool aus. Habe ich auch gebaut. Und jetzt ist natürlich, ja das genau. Ja. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie das Ganze außerhalb aussieht. Das muss von außen erkennbar sein. Aber soll halt nicht zu. Aber. Ja, das ist eben dieses große Aber, ne? Aber ich mache jetzt erstmal hier. Dass wir schon mal unten alles fertig haben. Also mir, ich hab eine Idee im Kopf, aber das Ding ist immer zu realisieren. Das ist nicht so einfach. Die Kirche so wie ist eigentlich gerade ganz geil, auch mit dem Weg, den du gerade machst. Und auch so, ich würde es jetzt gar nicht hier innen drin groß verändern. Ich würde einfach jetzt ein Dach drauf kloppen und die Kirchenfenster machen und halt irgendwo noch so einen Gang machen, wo man nach unten kann. Genau, der Gang. Und halt den Turm da oben, dem ist da, ja. Das geht nicht. Da muss auf jeden Fall noch was gemacht werden. Ja, dann machen wir den Turm in der nächsten Folge und machen jetzt noch hier ein bisschen das mit dem die Außenfassade und so. Und den Turm. Ist die Folge nicht schon zu Ende? Ja, wir können ja gleich mal gucken. Vielleicht ergibt sich der Turm einfach von dem, was wir schon drumherum gebaut haben. Deswegen würde ich den Turm eigentlich schon wieder weghauen. Das machen wir noch ganz schnell. Alles mal weg von dem Turm. Dass wir praktisch das Turm. Dach erstmal hier, ich mach das mal alles weg hier. Mach auch mal. Und dann machen wir in der nächsten Folge mal da weiter. Wo wir denn hier waren. Also bauen jetzt erstmal die Kapelle weiter. Und drumherum könnt ihr mal Kommentare posten, was denn so zu einer Burg noch dazugehört. Ein Folterkammer, ein großer Thronsaal, der soll unterirdisch kommen. Das wird auch ein Mammutprojekt, glaube ich. Weil man muss da unten erstmal alles, wie soll man sagen, man muss da unten erstmal dafür sorgen, dass man genug Platz drin hat. Und es muss ja cool aussehen. Ja, so ein Thronsaal. Ja. Wo die Leute da früher gegessen haben und so weiter. Und wir müssen auch noch gucken, dass wir irgendwie auf den Gängen, also die Gänge von den Türen müssen natürlich auch noch alle verbunden werden. Und man muss es so machen, dass man da auch irgendwie Kanonen oder so noch irgendwie bauen kann. Weil die müssen sich ja irgendwie verteidigt haben damals. Ja, vielleicht, man muss auf jeden Fall da noch ein paar Ideen sammeln. Also es ist gar nicht so einfach, eine Kapelle zu bauen. Aber wir sind schon gut dabei.
Und eure Kommentare natürlich unter dem Video. Hier nochmal ein schönes Bild, wie es von innen aussieht. Und dann kommt jetzt an den Seiten, müsst ihr euch vorstellen, die Bänke, das Dach geht hoch, es ist stockdunkel und nur wirklich an ein paar Ecken flimmert's. Da kommen Bänke hin, wie gesagt, und hier sind die Leute dann damals reingegangen, wenn sie den Glauben gesucht haben, weil eine Kapelle durfte man, oder das ist tatsächlich so, dass eine Kapelle und eine Kirche darf man ja, glaube ich, beim Krieg gar nicht angreifen, weil es gibt, das Skurrile ist, es gibt im Krieg auch noch Gesetze teilweise. Naja, es gibt so Regeln, zum Beispiel, dass du die Sanitäter auch nicht angreifen darfst, sage ich mal, aber... Ja, muss man sich mal vorstellen, so total ja, grausam ist, alles, weißt du. Naja, dass es da so Regeln gibt, macht eigentlich gar keinen Sinn, aber gut. Na gut, das ist ein anderes Thema, da kümmern wir uns vielleicht mal in der nächsten Folge drüber. Ein Krieg ist ein interessantes Thema, wo man wirklich auch sehr, sehr viel philosophieren und reden kann und diskutieren kann und so weiter. Wir sehen uns bei Sommerland und vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn eine Folge mal ausfällt und so weiter, ihr kennt das, dann einfach mal auf die Facebook-Seiten gucken. Manchmal ist es ja so, dass man im Urlaub ist oder unterwegs ist, dann schafft man es einfach nicht mehr, eine Folge hochzuladen oder zu rendern. Der Taurus dreht wieder und der Taurus dreht ab! Und eure Kommentare unter dem Video, wenn euch das Video gefällt, einfach mal einen Daumen oben an. Und wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge von Let's Play Sommerland. Und wir setzen bald den Sarazar schön unter die Erde hier. 1,80 Meter tiefer. Und wir werden den dann so ein paar verwinkelte Wege und so weiter zeigen, die er mal durchlaufen soll. Aber ihr dürft ihn jetzt nicht verraten. Tschüss!